Der Spitzenkandidat der ÖVP im Bezirk Wien-Umgebung, Willi Aigner, stellte sich in unserem Studiogespräch den Fragen zum Wahlkampf. Im Studio begrüßen wir heute Herrn Landtagsabgeordneten Willibald Aigner, Spitzenkandidat der ÖVP im Bezirk Wien-Umgebung. Es war ja gestern der Wahlkampfauftakt der ÖVP in Schwechat, ein sehr motivierendes Ereignis. Ja, es war eine ganz tolle Stimmung. Es waren ja über 4000 Leute dort. Der Landeshauptmann hat sein Programm dargestellt, hat auch die anderen Parteien dargestellt. Es war wirklich eine ganz tolle Stimmung und mit dieser Stimmung gehen wir jetzt hinaus in die Bevölkerung und wollen das weitertragen. Was sind denn Ihre Vorhaben? Mit welchem Programm treten Sie persönlich im Bezirk an? Ja, es sind hauptsächlich die Lösung von Verkehrsproblemen. Das ist für alle Teile unseres Bezirkes rund um Wien ein gängiges Thema. Wir wollen die Takte verbessern. Nachdem uns die Wiener jetzt mit den Autos aussperren, müssen wir Park-and-Ride-Anlagen machen. Es ist uns gelungen, die Stadt Wien dazu zu bewegen, auch hier mitzufinanzieren. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und es geht uns auch um die Sicherheit. Denn gerade rund um Wien ist die Sicherheit ein ganz großes Thema. Das wollen wir auch verbessern, gemeinsam mit der Polizei Strategien erarbeiten, dass sich unsere Leute hier sicher fühlen und damit auch wohler fühlen. Jetzt wirbt die ÖVP mit den sogenannten Vorzugsstimmen. Worum geht es hier genau? Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig und das ist auch unser Weg, dass wir sagen, die Person zählt mehr wie die Partei. Und ich glaube, die Bevölkerung ist schon dazu übergegangen, Persönlichkeiten zu wählen. Und wenn man bekannt ist, dann kriegt man auch Vorzugsstimmen. Und so hat der Erste und der 15. die gleiche Chance, hineinzukommen. Und wenn man gut gearbeitet hat, wird man den Lohn bekommen. Der Landeshauptmann hat ja gestern gesagt, wer sich auf eine Schularbeit gut vorbereitet hat, braucht sich nicht davor fürchten. Und wir fürchten uns vor dieser Wahl sicherlich nicht. Wie sehen Sie da Ihre Chancen? Die Chancen, glaube ich, für uns sind sehr gut. Die Leute wissen genau, wer die letzten 5 Jahre, und bei mir sind schon in der Zwischenzeit 10 Jahre, wer für das Land gearbeitet hat. Und plötzlich, kaum 3-4 Monate vor der Wahl, sprießen alle wie die Schwammerl aus dem Boden und möchten auch hinein. 4,5 Jahre hat man nichts gehört von denen. Bei uns ist es anders. Wir haben gearbeitet.